Wenn ich bloß eine Chance bekommen würde, wenn mir einer eine Chance geben würde, wenn mir jemand Möglichkeiten geben würde. Kennen Sie das? Kennen Sie diese Stimme? Kennen Sie diesen innerlichen Kampf um eine Hoffnung, dass da irgendwas von außen kommt und uns hilft? Was für ein mentaler Bullshit. Was für eine Bremse, was für ein innerer Bremsklotz, den überwinden wir jetzt gemeinsam. Okay, los geht's. Wenn ich bloß eine Chance bekäme. Wenn mich jemand fördern würde, wenn jemand endlich erkennen würde, was in mir liegt, ist das nicht verständlich? Dieser Wunsch, dass irgendjemand kommt und uns hilft, uns nach vorne bringt, und es wird ja überall auch versprochen, dass einem geholfen wird. Aber Sie wissen es natürlich, das kommt nicht. Aber diese innere Stimme, dieser innere Wunsch, der kann manchmal ganz tief uns irgendwo sitzen und uns torpedieren. Und den wollen wir mal gemeinsam einfach ein bisschen angucken, okay? Ich komme gerade aus einem Coaching. Ein sehr interessanter Mensch, eine unglaublich tolle Persönlichkeit. Und die Geschichte hinter dieser Persönlichkeit ist absolut faszinierend. Warum? Da sehen wir einen jungen Menschen, und wie viele junge Menschen wissen nicht, was sie wollen. Aber dieser Mensch, der damals jung war, wusste genau, was er sein wollte. Er wollte forschen, er wollte Wissenschaftler sein. Er wollte sich in Dinge verbeißen, den Dingen auf den Grund gehen. Und das wusste er seit frühester Kindheit. Zielsicher ist er durch die Schule. Zielsicher wusste er auf dem Weg zu seiner Berufung, was passieren muss. Und den Weg ist er gegangen. Dann kam das erste kleine Down, weil hier in Deutschland hat er nicht das gefunden, wo er sich austoben hätte können als Wissenschaftler, als Forscher. Da hat er nichts gefunden, was ihn unterstützt hätte. Aber dann passiert's. Ein Angebot aus dem Ausland, in den USA, ja, sogar in einen dieser schönen Sonnenstaaten, wo fast immer die Sonne scheint. Und eine Elite-Universität. Und beste Voraussetzung zum Forschen und Publizieren, weil Publikationen, die sind ja die Währung der Wissenschaftler. Und er macht es. Und er geht rein. Und er fühlt sich wohl. Und er hat Spaß. Und zieht das durch. Und publiziert. Und so weiter und so weiter. Und fühlt sich pudelwohl. Auf einmal merkt er, dass irgendwas nicht stimmt. Er fragt sich, ist das alles, was mir das Leben zu bieten hat? Sie müssen wissen, dieser junge Mensch hat auch schon eine Frau gefunden. Ja, und dieses tolle junge Paar hat auch schon zwei Kinder in die Welt gesetzt. Und dann passiert es eben, der völlige mentale Zusammenbruch. Aus einer Geradlinigkeit, aus einem Wissen, um was es geht, aus einem Traum, der sich scheinbar unter die Füße gelegt hat, passiert genau das Gegenteil. Stellen Sie sich mal vor, Sie stellen Ihre Leiter an eine Mauer ran, klettern hoch voller Selbstvertrauen und irgendwann stellen Sie fest, die Mauer steht an der falschen Leiter. Angekündigt, die Leiter steht an der falschen Mauer. Auch nicht schlecht. Was für eine Frustration, oder? Und was passiert dann? Ja, dieser Mensch sagt sich, es geht so nicht weiter. Die Wissenschaft, die mich so inspiriert hat im Intellekt, führt mich jetzt in eine geistige Enge, in eine geistige Nische, in etwas, was ich nicht noch 10, 15, 20 Jahre machen kann. Es muss ein Wechsel her. Also loslassen vom Land, auch ein nicht mehr gewünscht sein im Land, aufgrund der veränderten Voraussetzungen, eine Schwierigkeit dort zu bleiben, also eine Rückreise nach Deutschland. Und was jetzt passiert, ist ja kaum vorstellbar.
Ein Leben von Ersparnissen, die natürlich in einem wissenschaftlichen jungen Leben nicht unbedingt da ist. Und ein kurz vor dem Hartz IV sich wiederfindend. Und dann hunderte von Bewerbungen schreibend mit der Sicherheit der exzellenten Ausbildung und der Expertise, dass alle sich nach einem verzehren würden und auf einmal die Gewissheit, dass dem auch nicht so ist. Doch dieser junge Mensch macht weiter, er überwindet diese innere Enge, auch die Auseinandersetzung in der Ehe, das Paar bleibt zusammen, transformiert auch diese ganze Geschichte, wo die meisten wahrscheinlich schon sich getrennt hätten, marschiert weiter und weiter und weiter. Und was passiert? Über ein Jobangebot, das nur temporär so wie ein Aufschlag wurde, daraus, weil ein Job da war, kam die nächste Stelle schnell. Und es entwickelt sich eine fantastische Karriere bis ins Top-Management. Unglaublich. Und auch auf dem Wissen, dass die Ablehnung nur war, weil er davor keinen Job hatte. Es war nicht die mangelnde Qualifikation, sondern man wollte nur jemanden einstellen, der gerade aus einer Stellung kommt und nicht aus einer Nichteinstellung. Also die Tatsache des Wechsels, die Tatsache des Bruches, die Tatsache dieser resilienten Erfahrung war für diesen Menschen ein Grund, warum er weit über 100 Bewerbungen geschrieben hat und nicht angenommen wurde. Jetzt müssen Sie sich mal das vorstellen. Und was können wir daraus lernen? Hat dieser Mensch eine Chance bekommen? Hat man sie ihm zugetragen? Hat man sie ihm gegeben? Ja, und er hat mir im Coaching öfters darüber berichtet, dass innerlich dieser Wunsch da war. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Immer wenn diese Stimme kam, immer wenn die zu ihm gesprochen hat, immer wenn die ihn aufgerüttelt hat, so auf die Art, ich bleibe hier auf der Couch sitzen und warte, bis jemand kommt und mich von der Couch wegholt, ist dieser Mensch und seine Geschichte das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn wir rausgehen und nach dem suchen, was wir gerne hätten. Denn natürlich geht es jetzt schon wieder um den Schmerz der Ablehnung. Wir wollen nicht rausgehen und hören von jemandem, nein, ich will dich nicht, ich brauche dich nicht, was du? Ha, lach mich tot, da waren schon tausend andere da, die können das viel besser. Und deswegen wollen wir, dass jemand zu uns auf die Couch kommt und uns rausholt und uns eine Chance gibt, wenn ich bloß eine Chance hätte. Der entscheidende Satz, der aus dieser Geschichte für mich erwächst, ist der: Das Leben verschwendet keine Zeit mit Menschen, die nicht vorbereitet sind. Eine Chance, eine Möglichkeit tritt dann in ihr Leben, wenn sie vorbereitet sind, wenn die Option, die Möglichkeit, das Zeitfenster entsteht. Und sie sind vorbereitet. Ganz viel hat mit Vorbereitung zu tun, mit dem, dass wir uns ausbilden, weiterbilden, fortbilden. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einer Ampel und Sie bereiten sich vor. Der Motor ist da, ein Auto ist da, das ist auch an, das Auto ist auch vollgetankt. Da sind auch PS unter der Haube. Da ist von mir aus auch ein erster Gang eingelenkt und bei Rot können Sie nicht vorfahren, aber Sie sind schon innerlich da an dieser Ampel und denken, wann wird es endlich gelb? Und manchmal dauert es wahnsinnig lange, aber wenn es gelb ist, sind Sie vorbereitet. Da ist ein Auto, das fährt, das ist vorbereitet und es ist an. Ich weiß, Start-Stopp-Automatik, es ist an und Sie fahren los und dann wird es grün. Diesen Satz habe ich von einem meiner Mentoren, Karl-Heinz Drigalski, ehemaliger Präsident von Borussia Mönchengladbach. Beim Studium der Sport-
Wissenschaften hat er das zu mir gesagt. Er hat gesagt, Junge, wenn die Ampel rot ist, ist sie rot. Bei rot bereitest du dich vor, dann wird die Ampel gelb. Und wenn sie gelb wird, dann finalisierst du diese Vorbereitung. Und bei grün gibst du Gas. Das Leben verschwendet keine Zeit mit Menschen, die nicht vorbereitet sind. Wenn sie sich vorbereiten, werden immer wieder Fenster aufgehen, wo ihre Zeit gekommen ist. Und wenn sie warten, dass jemand zu ihnen auf die Couch kommt und sie rausholt, so ist das menschlich verständlich. Doch dann sind sie vielleicht nicht bereit, rauszugehen, um sich zu orientieren. Denn eine Ablehnung heißt nicht, dass sie falsch sind, sondern dass sie am falschen Ort sind. Darum geht das. Und wenn Sie das vertiefen wollen, dann schauen Sie mal in unserer Online-Lernwelt vorbei. Oder bewerben Sie sich einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch, wenn Sie ernsthaft interessiert sind. Ich wollte Klarheit für mich erlangen, wie ich in Sprache mich zum Ausdruck bringe. Herr Grundel hat eine einzigartige Art zu zeigen, dass es nicht um Klarheit ging, sondern um meine Freiheit. Also es war spannend, mich aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ein bisschen aufregend, weil man es nicht gewohnt ist im Alltag, aber auch sehr lehrreich. Bereichernd. Ich hatte nachher das Gefühl, ich kenne die Hälfte der Gruppe seit Jahren. Es war anstrengend, aber sehr, sehr gut. Ich würde es nochmal so machen. Wenn du lernen möchtest, einfach, direkt und klar, dann bist du bei dem Grundel-Institut genau richtig.